Guten Tag. Impact-Suggestion im Refrain. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was ich damit meine. Ich spiele euch ein Stück vor und dann reden wir darüber. Bereit zum nächsten fiesen Schritt. Ich komme überall hin mit. Überall. Und alles, was uns mal verband, fahr ich jetzt gleich gegen die Welt. Alles klar, das ist ein Titel vom lieben Tore Laufenberg. Tore nennt er sich ganz einfach, hat sein zweites Album hier bei uns aufgenommen. Ich habe es produziert. Und der Titel heißt, also es ist einer meiner Lieblingssongs von ihm, der heißt Gegen die Wand. Schöne Geschichte auch. Und ja, aus aktuellem Anlass tatsächlich, weil das Album wird heute Nacht released. Ich glaube, die CD ist schon auf dem Markt und ab morgen dann auf allen Download-Portalen. Also, wer sich dafür interessiert, kann gerne mal heute Nacht ab 0 Uhr oder morgen einfach mal Tore in die Suchmaschine eingeben und dann findet ihr das ganz bestimmt. Okay. Regenbogen heißt das Album. So findet ihr es ganz bestimmt. Okay. Ich spiele euch noch mal ein Stück vor und zwar kurz bevor es in den Refrain geht, aus der Strophe raus in den Refrain. Überall. Und alles, was uns mal verband, weichet. Okay, die Komposition an sich gibt den Refrain schon relativ groß wieder. Man müsste theoretisch nichts machen. Es gibt aber einen Trick. Und zwar, das menschliche Ohr, sowohl als auch die Augen, lassen sich ja sehr gut täuschen. Schaut mal bitte auf meine Hand hier, die beiden Finger, die sind jetzt hier auf den Gitarrenfedern. Und wenn der Refrain kommt, mache ich Folgendes. Gleich. Jetzt. Überall. Und alles, was uns mal verband. Ich mach's nochmal. Überall. Und alles, was uns mal. Das sind tatsächlich nur, ich mach mal alles andere aus, nur die Gitarrenspuren, die dann nämlich das machen. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe ganz einfach die Lautstärke sämtlicher Gitarren über einen halben Takt oder noch weniger massiv hochgezogen, richtig, 3, 4 dB und bin dann wieder runter. Das kann man natürlich in der DAW automatisieren. Für mich ist es hier einfacher mit dem Anfassen. Gibt es auch nochmal ein gesondertes Thema dazu, Musik zum Anfassen oder Musik anfassen. Was da nämlich passiert, ist Folgendes. Wenn ich die Gitarren, das mache ich jetzt auch mal, auf diesem Level lasse, was ich zu Beginn des Refrains mir gewählt habe, passiert Folgendes. Ich ziehe die Gitarren jetzt mal hoch und lasse sie da stehen. Überall. Und alles, was uns mal verband, weichet. Der Song kriegt dadurch A, einen ganz anderen Charakter, den er nicht braucht, weil das ist eine Popnummer, wo die Gitarren eher additiv sind. Die sollen für Breite und so ein bisschen Granularität und so ein bisschen Distortion im Mix sorgen. Es ist halt auch ein Gitarrensound, der nicht so brachial gewählt ist, also nicht sehr verzerrt. Das ist irgendwie so ein AC30 Gitarre über ein AC30, nicht ein AC30 über irgendwas. Und dieses kurze Anheben der Lautstärke suggeriert dem Ohr, oh geil, Dichte, Granularität. Und dann ziehst du es runter. Das Ohr merkt das gar nicht und erfindet für den Rest des Chors diese Dichte dazu. Das ist wirklich abgefahren, das funktioniert aber. Probiert es bitte bei euch aus. Ich führe das gerne nochmal vor. Überall. Und alles, was uns mal verband. Diesen ersten Impact. Diesen ersten lauten Impact, den behält das Ohr und merkt sich das als Memory-Effekt. Und ihr könnt die Gitarre wieder runterziehen und das Ohr hat die ganze Zeit ganz kurz diesen Impuls bekommen und führt den weiter. Cool, ne? Ich finde das eine ziemlich coole Idee. Alles klar, bis morgen. Ich wünsche euch was. Ciao.